In diesem Video geht es um Leitfähigkeit. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Leitern und Nichtleitern. Leiter oder Nichtleiter? Dazu habe ich hier ein kleines Testgerät. Im Prinzip, wenn man den Stromkreis schließt, leuchtet das Lämpchen. Also, ich habe hier einen Spiegel. Und hier sieht man die Deckenlampe und hier sieht man die Kamera und mich. Gut, wenn ich das jetzt oben drauf lege. Nö, nö, nö. Nicht leitend. Aber jetzt spanne ich das mal hier ein. Und auf einmal leitet er. Naja, das Rätselslösung ist ganz anders. Hier sieht man es, hier ist es so abgeschabt. Damit der spiegelt, ist hier eine dünne Silberschicht drauf. Und diese Silberschicht, die leitet Strom. Gut, gucken wir mal nach dem Bleistift. Bleistift leitet keinen Strom. Noch ein Bleistift. So. Und der leitet Strom. Was ist denn das für ein Zauberstift? Naja, ein Schummelstift trifft es eher. Ich habe nämlich hier die Hälfte abgesäbelt. Und ja, die Bleistiftmine leitet Strom. Hier außen das Holz bzw. dieser Lack hier leitet keinen Strom. Jetzt habe ich hier nochmal so ein paar Sachen zum Ausprobieren. Das da ist Plastik. Plastik leitet keinen Strom. Kupfer, da sind viele Kabel her, also hergestellt aus Kupfer. Und Kupfer leitet Strom. Gut, ist klar, wenn man Kabel daraus herstellt, dann sollte das schon leiten. So, jetzt habe ich hier, das soll Aluminium sein. Mal gucken. Jupp, das leuchtet. Und das hier stand Blech dabei. Das sieht so fast ein bisschen verzinkt aus. Mal gucken, Blech. Ja, leitet Strom. Also jetzt kann ich natürlich ganz viele verschiedene Sachen hier ausprobieren und ja, weiß, was Leiter und Nichtleiter sind. Gut, eine Sache könnte ich noch ausprobieren. Luft. Luft leitet keinen Strom. In diesem Experiment ist ein Stromkreis, der wird hier durch einen Nichtleiter, in dem Fall Glas, diese Lücke geschlossen. Noch fließt kein Strom. Jetzt möchte ich dieses Rot glühend erhitzen, in der Hoffnung, dass dadurch ein Strom fließt. Man sieht was. Es fließen jetzt fast 1 Milliampere. Also, wenn man Glas rotglühend erhitzt, kann da tatsächlich Strom fließen. Die Leiter, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie freie Elektronen haben, die sich bewegen können, sofern eine Spannung anliegt und damit ein elektrisches Feld.
Diese Elektronen, wie gesagt, sind frei beweglich und dadurch kann ein Strom fließen. Metalle wie Kupfer oder Aluminium gehören zu den Leitern. Besonders gute Leiter sind zum Beispiel Silber oder Gold. Nichtleiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie entsprechend gebundene Elektronen haben, die also nicht beweglich sind. Keramik, Glas oder Plastik sind entsprechend Vertreter dieser Gattung. Gucken wir uns das Ganze im Bendermodell an. Im Bendermodell habe ich die Nichtleiter. Und das Valenzband ist sozusagen das Energieniveau, das bei 0 Kelvin noch besetzt ist. Also das höchste Energieniveau, das bei 0 Kelvin noch besetzt ist, also beim absoluten Nullpunkt. Und das Leitungsband ist ein Band oben drüber. Und wenn die Energielücke so groß ist, dass ich da ohne weiteres keine Elektronen hochbekomme, ist es der Nichtleiter. Es gibt allerdings einen Trick. Glas ist nicht leider, wenn ich Glas erhitze, durch die Wärme rot glühend, habe ich die Chance, Elektronen hochzubekommen in das Leitungsband und dann kann Glas Strom leiten. Gut, heutige Zeit, sehr wichtig, Halbleiter, da ist halt einfach die Energielücke geringer, sodass es nicht so schwer ist, da Elektronen ins Leitungsband zu bekommen. Und die Leiter, sprich Metalle, die, da überlappt sich das Ganze. Das heißt, ich habe sowieso Elektronen im Leitungsband. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch eine Spannung, die von außen anliegt, also ein elektrisches Feld, und schon leitet das Ganze Strom. Sprich, die Elektronen wandern.